Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2, hier mit meinen Stammis. Ja. Ja, was gibt es eigentlich Neues? Unser lieber Adam, der möchte ja 20 Welpen großziehen. Das ist ja auch nicht die Welt, ne? Habe ich ja auch nichts dagegen. Wir haben ja auch genügend Platz, ne, Adam? Also realistischer Traum. Einer ist ja schon in der Mache, und zwar unsere kleine Susi. Und ja, was wollten wir dann noch alles machen? Ah ja, genau, Fähigkeiten in die Höhe, Lebensziele. Unsere Kathi ist ja schon beim zweiten Lebensziel, wenn ich das jetzt genau noch in Erinnerung habe. Unser lieber Theo, der möchte auf jeden Fall die Spitze der Gesetzeshüterkarriere erklimmen. Und die Abby eigentlich auch, aber die ist im Moment noch arbeitslos. Also, ja. Und wenn ich mich dran recht noch erinnere, war in der letzten Folge, müsste der Direktor da gewesen sein. Aber der wollte nicht so ganz, wie ich das wollte. Und deswegen ist von den lieben Kittys keiner als Privatschüler, außer Cody. Wenn du bist auch Cody, ne? Ja, aber Cody war schon vorher irgendwie auf der Privatschule. So, dann kannst du ja die Reste wegstellen, mein lieber Adam. Und wie ich sehe, musst du heute arbeiten. Das heißt, du solltest eigentlich theoretisch mal dich ins Bett legen, ne? Also nur so eine Idee. Ah ja, unser Pünktchen ist ja auch hier. Alles supi. Was machst du eigentlich da? Stöckchen holen spielen. Um 4 Uhr morgens, ja. Deine Laufbahn ist auch der Wahnsinn. Familienschande. Moment. Du bist die Familienschande. Ja, Jenna. Schande ist ja nicht weit auseinander, ne? Nee, ist klar. Wie wär's, wenn du mal duschen gehst oder baden? Mal an deine Bedürfnisse gedacht? Wie sieht denn der Rest aus? Du badest hier oben. Ah ja, stimmt. Ich habe ja hier auch ein bisschen umgebaut. Aber das habe ich euch ja, glaube ich, auch schon gezeigt. Aber ja, gut. Gut. Toilette. Und dann kannst du dich ins Bettchen hauen. Für die paar Stunden. So, du kannst hinterher duschen und das sauber machen. Und dieses Klo auch bitte. Hier stehen noch die ganzen Töpfchen. Okay. Gut zu wissen. Was geht hier drüben? Du schläfst. Ah, du guckst Fernsehen? Nö. Du sitzt einfach in der Gegend und denkst da. Okay, Pünktchen. Wie du möchtest. Du bist auch arbeitslos, aber du bist ja auch zu alt für zum Arbeiten, was ja auch nicht schlimm ist. Du wirst in einem Tag? Ja, in einem Tag. So, du willst Hausaufgaben machen. Wie wär's, wenn du das machst? Ich weiß zwar nicht, wo du deine Hausaufgaben hingelegt hast, ob wir Hausaufgaben haben. Ja, was ist denn los? Ich weiß, du bist scheiße drauf, aber dafür kann ich ja nichts. Warte mal, du könntest aber angeln gehen. Mit Wurm, von mir aus. Mit einem Wurm. Was machst du? Gegen Tonne. Nee, 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 Mädel. Junge Dame. Hallo. Halt. Ich sagte halt. Hallo. Nein, das machst du jetzt nicht. Nee. Was soll das denn jetzt? Ja. Ganz klar. Jenna, das heißt, du bist aber schon am Schlafen. Wie fit bist du denn, Adam? Du hast dich zwar gerade hingelegt, das ist mir egal, das ist deine. Ja. Komm, steh auf. Guck mich nicht an. Nee, 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 nee.
Wieschen, dir geht's wohl zu gut. Kannst hier mal aufräumen. Sag mal, Adam, geht's vielleicht noch langarschiger oder so? Kann man dich irgendwie. Nee. Super, du bist umsonst aufgestanden. Ist das nicht schön? Okay, jetzt geht's ab. Also, Schulbus kommt in einer Stunde und der Theo muss in einer Stunde auch bei der Arbeit sein. Du gehst jetzt mal schlafen. Oh, Abby, du bist ja auch wach. Wieso willst du den durchsuchen? Ah ja, stimmt ja. Wir haben ja hier unser Geschäftchen. Aber wir haben es halt noch nicht offiziell gedingst. Aber was ich machen würde, ist, glaube ich, die Tür komplett zu schließen. Damit hier keiner sich irgendwie Dinge kauft. Wofür haben wir denn einen Kühlschrank, wenn du dir dann. Naja, gut. Muss ich nicht verstehen. So, mein Lieber. Ach, du hast ja auch ein neues Zimmer? So, benutzen, duschen, aufstehen bitte. Du guckst Fernsehen. Hättest aber mal schlafen sollen, aber okay. Wenn du unbedingt. Ey, wie wär's, wenn du den Napf hier füllen würdest? Das wäre ganz toll von dir. Und unsere Jenna, die riecht an Blumen. Okay, ja. Hier liegen auch keine Hausaufgaben. Habt ihr die schon alle gemacht? Oh nein. Da kannst du nichts. Hausaufgaben machen. Ach, sieh einer an. Aber leider hast du dafür keine Zeit mehr, ne? Ist einfach unglaublich. Oh, du bist ja schon durch. Aber die Kinder werden wohl ohne Frühstück in die Schule gehen müssen. So, Kathi ist auch schon wach. Das ist sehr toll. So, ich glaube, der Theo wird jetzt abgeholt. Ja, genau. Zur Arbeit fahren. Ich brauche hier keine Hilfe. Okay. Ja, ihr habt einen steinigen Weg betreten und eine alte Macht hat euer Flehen er. Also, ich wüsste nicht, dass wir einen steinigen Weg betreten haben. Also. Das wäre mir neu. Aber wir können die uns gerne später mal angucken. Was hast du denn für Wünsche? Alexander bekommt nur eins. Das wird halt noch ein bisschen dauern, ne? Lena könnten wir mal zur Abwechslung auch mal wieder einladen. Ja, da hast du recht. Den Direktor müssen wir eigentlich auch mal wieder einladen. Ja, was wir nicht alles machen müssen. Und wir haben so viel. Also, was heißt so viel Geld? Aber wir haben schon einiges, ne? So, Adam. Frühstück wartet. Ey. Okay. Viel Spaß bei der Arbeit, ne? So, dann kannst du ja auch gleich die ganzen Reste. Den. Ach so, ja, okay. Ja, Entschuldigung. Ja, natürlich kannst du mit dem Adam noch frühstücken. Ja, nicht so viel zu tun, ne? So. Auf jeden Fall muss das Ganze hier noch repariert werden. Die Spülmaschine ist das, oder?
Er hat die Spülmaschine. So, du musst leider jetzt zur Arbeit. Und du hast auch noch andere Dinge zu tun. Zum Beispiel die ganzen Reste weglegen. Es wäre ganz nett von dir, wenn du das erledigen könntest. Und vielleicht sollte ich mal aufhören, so schnell vorzuspulen, weil sonst... Achso, ich habe ja das Waschbecken hier noch gelassen. Duschen. So, wo ist denn unsere kleine Susi? Oh, was hast du denn gemacht? Kann ich dich irgendwie loben oder so? Ah, ich könnte das aufwischen. Es ist echt schön. Hier fliegen Bienen, oder? Und dann müssen wir halt mal gucken, wie das mit dieser Wunderlampe hier aussieht. Ja. Vielleicht können wir die einfach mal reiben. Ich meine, wir hätten schon mal so eine gehabt. Rode, ich bin ein allmächtiger Geist, der überall und nirgendwo im Universum zu Hause ist. Ich gewähre dir 3 Wünsche. Moment. Cody hat in letzter Zeit die Freude am Tanzen entdeckt. Im Turnunterricht versucht er herauszufinden, wie er seinem Leben mehr Rhythmus verleihen könnte und hat 2 Möglichkeiten. Die gute besetzte Tanzgruppe und die spärlich besetzte, aber irgendwie faszinierende Turngruppe. Wofür soll Cody sich entscheiden? Ich würde fast sagen, wenn er die faszinierend findet, warum nicht die Turngruppe? Es ist zwar kein Tanzen, aber auch beim Turnen gibt es gewisse Rhythmen und Takte. Unglücklicherweise muss Cody feststellen, dass diese ihm überhaupt nicht liegen. Nachdem er einen Tag lang haufenweise Verletzungen erlitten und Fehler gemacht hat, ist er entmutigt und verliert etwas seiner Begeisterung für Musik und Tanz. Yay. Das haben wir aber schön hingekriegt. Was können wir uns denn wünschen? Macht Sensemann zu überlisten. Ein langes Leben, unendliche Schönheit, unendlicher Reichtum, Seelenfrieden. Ja, auf jeden Fall ein langes Leben. Würde ich mal fast sagen. Wie viel haben wir dazu gekriegt? 428, okay. Wow, ich fühle mich so jung wie schon lange nicht mehr. Mein nächster Geburtstag ist noch so weit. Ja, 400. So und so viele Tage. Ja, Seelenfrieden. Ich meine, den können wir ja jetzt hier so stehen lassen, würde ich mal fast sagen, weil wir ja noch andere Dinge zu tun hatten. Und zwar unsere kleine süße Susi mal ein bisschen loben. Und vielleicht ein bisschen spielen. Und vielleicht knuddeln. Heißt, wenn der Adam das halt gerade nicht machen kann, dann müssen wir halt da einspringen. Ist aber ganz logisch. Du bist schon von der Schule. Das ist aber praktisch. Oh, du hast ja 2 Liebschaften. Okay. Du kannst aber direkt mal anfangen, die Hausaufgaben zu machen. Was ist denn bei dir eigentlich? Rockgott werden, okay. Sandwich essen, mit Olga anfreunden und zum College gehen. Ja, das hatten wir ja mit dir vor. Zumindest so tun, als ob wir das vorhätten. Also ich weiß noch nicht, ob ich ihn begleiten werde. Also ich meine, ohne mich schließt er ja das College nicht ab, ne? Er ist ja dann nur auf dem College-Gelände. So, und jetzt? Reinhauen. Bist du schwanger oder was? Achso, ich müsste ja eigentlich noch die Sachen
Also, ja, sauber machen und reparieren, genau. Also ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich habe ja dann immer Angst, dass dann irgendwie irgendwas schief gehen könnte und dann murkst mir irgendwie einen Sim ab, ne? 104 und ja, vielleicht sollten wir auch mal zur Abwechslung nochmal oh, Beförderung zur Theoretikerin. Okay. Und du hast eine Arbeitskollegin mitgebracht. Conny Keller. Okay. Okay, ja, nicht schlecht. So, du bist sowieso gut drauf. Mit dir muss ich ja eigentlich nicht mehr viel machen, außer dass wir uns um deine Fähigkeiten kümmern sollten. Kochen zum Beispiel. Kochen ist keine so schlechte Idee. Ich suche. Wo habe ich das Wohnzimmer hingelegt? Ach, da ist ja das Regal. Das suche ich doch. Lernen und zwar kochen. So. Gut. Was könnten wir denn. Ah, du bist ja auch wieder zu Hause, aber du bist nicht befördert worden. Ja, ist ja auch nicht. Nicht so tragisch. Oh, doch, du wurdest befördert. Ich hätte einfach nur warten müssen. Lebensmittel bestellen. Ja. Bild. Streifenpolizist sind wir geworden. Okay. So, ihr seid auch alle wieder da. Das heißt, wir haben wieder ein volles Haus. Oh mein Gott. Und nur. Müde Sims. Wo hab ich dich denn eigentlich hin gedingst? Bist du hier am Schlafen? Ja, ich glaube schon, ne? So. Ups. Ah, okay, ich hab Bild in Bild. Wusste ich gar nicht. Sag mal. Ja, ist ja schön, dass das geht, aber. Ja, wobei es könnte vielleicht ganz hilfreich sein, falls mal was passieren sollte. Sag mal, was? Achso, wegen den Insekten. Och man, weil Jenna zu blöd ist. Nein. Jenna kann ja nichts dafür, wenn. Aber was ist denn dein Problem, Kati? Dann heb den Müll auf und kümmere dich drum, dass das hier entsorgt wird. Gerd in Nada ist kein Familienfreund mehr. Da kann ich ja nichts. Ah. Jemand müsste die Lieferung mal annehmen. Wie wär's, wenn ihr euch um eure Bedürfnisse kümmert, hä? Wie wär's, Jenna? Du gehst aufs Klo und kannst auch direkt ins Bett wandern. Du musst hier nicht auf der Hängematte liegen und schlafen. Und du gehst auch mal schlafen. Und du, mein Lieber, weißt du was? Wie wär's, wenn du einfach mal die Hausaufgaben für deine Geschwister hier machst? Also ein bisschen Unterstützung. Ja, das ist ja auch voll die Unterstützung. Och, was ist denn los? Dann zerstampfen. Theo hat die Grippe. Ja, super. Und du hast auch die Grippe. Euch. Kann man echt nicht alleine lassen, ne? Haben wir denn noch irgendwie Reste?
Und zwar brauchen wir die super, super, aber die ist gerade gar nicht anwesend. So, kannst du die überhaupt? Dann setzt euch mal bitte hier hin. Ja, auf die Brust klopfen, das kannst du. Du musst jetzt die Oma Supersuppe machen, bitte. So, du machst schön Hausaufgaben. Also die Hausaufgaben der anderen. Wie wär's? Ja, unterhaltet euch doch einfach mal. Zuprusten. Tratschen. Ihr müsst halt nur warten, bis ich mit der Suppe fertig bin. Ich denke mal, ihr habt keine Probleme damit. Nicht heulen, essen. Oh, was macht ihr denn hier jetzt? Oh Mann, du sollst die Suppe essen. Oh mein Gott. Und eigentlich müsste der Hund doch altern, oder? Kann ich das irgendwie veranlagen? Und dich gehe ich bitte. Bitte ich zu gehen. Cody, was mal? Ach nö. Das haben wir aber echt schön hingekriegt, Jenna. Ah ja, du bist auch wieder da. Wie wär's, wenn du mal aufs Klo gehst? Und dann kannst du dir vielleicht mal was im Fernsehen angucken. Dann zerstampf die doch! Hat die Grippe. Super, Jenna. Ich hoffe, du bist stolz darauf. Jetzt besprüh die Scheißdinger. Oh, mein Spiel. Nicht. So, dann gehst du duschen und dann wird sich ins Bett. Dann besprüh die Scheißdinger doch. So, und du gehst jetzt am besten auch mal aufs Klo und legst dich auch am besten ins Bettchen. So, und du holst dir dann auch die Reste. Und zwar die Omasuppe. So, du hättest eigentlich auch Hunger, deswegen kannst du dir ja auch mal eine Suppe gönnen. Die Kinder schlafen sonst alle. Sag mal, hast du eigentlich alle Hausaufgaben gemacht? Nee.
Moment, da oben schläft ja gar keiner. Dann geh am besten mal aufs Klo. Und dann kannst du dir gerne auch noch was zu essen nehmen. Entspannen, ja genau. Entspann dich doch einfach, beziehungsweise geh erst vorher aufs Klo. Und dann kannst du dich auch ins Bettchen legen. Wir wollen ja nicht, dass die liebe Kathi oder auch der Theo an Grippe stirbt, ne? Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Lass mich raten. So, du kannst duschen gehen. Die Suppe ist wirklich ein Wundermittel. Ich fühle mich schon viel besser. Wo bist du denn? So. Und dann kannst du hinterher auch wieder schlafen gehen. Abby schläft, hat sich gerade auch hingelegt. Wie schön. Und das Kind kann hier jetzt alleine aufräumen, oder was? Ach, Jenna, du bist auch wach. Das ist ja schön. Dann komm mal her. Und ich will einfach mal den Dings. Oh, du hast ja Fisch im Inventar. Und zwar kannst du dir das Kuchenstück nehmen. Wunsch aussprechen. Weißt du was? Genau. Nur ich weiß halt nicht, ob das bei deiner Laune ganz so toll ausgehen wird. Dann kannst du ein bisschen abspülen und Fernsehen gucken. Beziehungsweise, was ist denn mit unserer kleinen Susi? Die muss aufs Töpfchen. Du gehst aber schön raus, ne? Ja, zumindest macht sie den Anschein. Muss jemand gebadet... Oh ja, unser Pünktchen müsste eigentlich gebadet werden. Naja gut, das können wir ja dann auch noch mal anders machen. So, dein Spaß ist erfüllt. Wie wär's, wenn du Hausaufgaben machen gehst? Ja, Gott sei Dank Wochenende. Das Bild ist fertig? Wer hat denn jetzt gemalt? Wer zum Henker hat jetzt gemalt? Du hast gemalt? Kann das sein? Theo hat gemalt. Und der Spaß wieder gleich wieder runtergeht, ne? Unglaublich. Muss denn jemand heute arbeiten? Ja, du musst heute Nachmittag weg. Abby ist ja zu Hause. Ihr müsst heute ausnahmsweise mal nicht zur Schule. Und du musst auch nicht arbeiten. Und du musst heute auch nicht arbeiten. Supi. Das heißt, wir könnten dann in der nächsten Folge auf jeden Fall die Fähigkeiten weitermachen. Für bei jedem. Und hoffen, dass dann auch, hoffen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Also ich weiß, dass wir in der nächsten Folge uns um die Fähigkeiten kümmern werden. Und ja,
Wie dem auch sei. Also in der nächsten Folge sind auf jeden Fall die Fähigkeiten dran. Und den Rest werden wir dann so sehen, was passiert. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.